Herzlich willkommen zu meiner Folge gerade auf dem Marsch. Wir gehen jetzt gleich wieder auf normale Geschwindigkeit, auf 5. Da wir die Nacht überstanden haben, die 6 Stunden. Jetzt werden wir gleich mal schauen, was unsere Felder machen. Ob sich da was ergeben hat, zwecks. Ja, es hat gekeimt. Das ist gut. Das ist Wachstum und so sind noch keine Felder reif. Was wir noch machen müssen ist, wir düngen jetzt nachher die 25 und die 24, später die 23, da fahren wir aktuell mit und da haben wir schon gedüngt. Wer ist hier? Dünger ist fertig. Gut. So, ja, das wird dazu. Wir wollten ja die Wiese bei der 44 kaufen, bei diesem Feld. Und ja, Holz machen wir erstmal nicht. Und hier wollte ich mit einem Verband mit 2 Traktoren anfangen in der Mitte, wenn ich das nicht vergesse. Ja, und dann die 19, mal gucken, ob 19 missionenmäßig ist. 19 wäre ganz gut, wenn das wäre. Nix. Wenn 19 wäre, wäre recht. Dann wenn wir das kaufen, dann können wir gleich mit. Obwohl, nichts gesagt, 19 ist gut gedüngt. Die 24 können wir aber eigentlich düngen normalerweise. Normalerweise. Und wir können auch hier anfangen mit Ballen sammeln. Das geht auch. Und der Eder vorne da. Da können wir hier anfangen mit Düngen. Dann können wir die Reihenfolge nutzen. Und brauchen nicht querfeld einfahren. Wir werden mal ganz schnell zu unserem LKW fahren, laufen, sprinten, Gas geben. Ne? Und im Grunde müssen wir jetzt abwarten, bis wir ernten können. Das dauert noch ein bisschen. Ich nehme an, das dauert noch mindestens 1 oder 2 Tage noch. Klar, ein Tag sowieso, ne? Weil wir eh am Tage denken, man wächst nichts. Und der Rest werden wir sehen, wann es kommt und wachsen können. Hier haben wir mal die Ballen einsammeln. Einen nach dem anderen, ne? Und das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Ob wir hier wieder gut rauskommen? Hätten wir rüberfahren sollen, ne? Bisschen rührt sich was. Hier müssen wir irgendwie versuchen rauszukommen. Da haben wir mal Glück gehabt. Ja, ja, die Gräben haben es in sich. Zum Glück war da noch nicht so tief. So. Bisschen pressen muss er noch. Und dann sehen wir weiter. Nehmen wir gleich die anderen mit hier. Ruckzuck ist das erledigt. Dann nehmen wir gleich mal hier vorne weg, wo sich kreuzen könnte. Das ist immer das größte Problem eigentlich. Beim Ballenpressen, wenn man am Rand anfängt, ne? Dann ist ja die Reihe im Außenbereich immer meistens im Wege. Gut, da habe ich nicht dran gedacht. Ups. Wieder sehr sportlich heute gefahren.
Mit Schneeketten am besten fahren, ne? Bis wir Haftung kriegen hier am Boden hier. Wollen wir den äußeren Sachen mitnehmen? Naja, ne? Jetzt werden wir hier die nächste Reihe nehmen. Je mehr wir hier fahren müssen, umso mehr können wir Geld verdienen. Aber wie gesagt, am Ende des, ja, Ende des Dings dann, ne? Also es dauert ja ungefähr 48 Stunden, ne? Zwei Tage. Das heißt, es ist frühe Sommer, dann kommt nachher Mitte Sommer. Also Ende Mitte Sommer. Ja. Ist halt so, ne? Aber da kann man ein bisschen Geld bekommen. Also für Maisfeld dann richtig genau ist die richtige Zeit. Im Grunde müssen wir mit dem Mähen beginnen, ne? Jetzt erstmal das Feld kaufen. Immer mal ein bisschen Geld pumpen. Wir brauchen insgesamt knapp 1 Million. 888.000. Knapp 1 Million, nicht ganz. Die Bank freut sich, sie kriegt Geld von mir daher an Zinsen. Für Geld, was erfunden wurde. Naja, anderes Thema. So. Haben wir jetzt Geld? Haben wir. Land. 44 ist ein gutes Feld. Aber sicher will ich kaufen. Wieder so wenig Geld. So. Einsteigen. Das heißt jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt den hier. Wir machen wieder Linkskurs. Erstmal haben wir kein Glück generiert. Jetzt wollen wir mal sehen. Feld 44 haben wir schon mal. Wir werden in dem Falle 3 Vorgewände machen. Weich. Mal mit der 5 oder mal, ja, 9,5, 9,6. Das ist ja nicht so tragisch. Der halbe Meter macht es auch nicht. So, 2 Fahrzeuge. Genau. Den gleichen Kurs nehmen wir ja für Pressen auf 2 Fahrzeuge. Und die fahren halt hinterher, ne? So. Automatisch. Ja, passt schon so. Uhrzeigersinn. Generieren wir Feldkurs. So. Verkehrt. Ich habe nicht in der Mitte angefangen. Kursgenerierung. Normal. Auf Feld rein. Das ist wichtig. Beim Ballenpressen ist das ganz wichtig. Beim Mähen wäre es nicht so tragisch, aber beim Ballenpressen wäre das hilfreich, wenn man nicht daran fängt. Ne? So, der ist dann auf der linken Seite. Das ist der erste auf links. Aber wir werden noch nicht losschicken. Wir werden mal erst den anderen auch fertig machen, damit der Abstand nicht so groß wird. So. Hier machen wir bloß kopieren. Da vorne ran. Erst wollen wir den alten löschen. Dann suchen wir uns den nächsten, das ist der 9 Meter. Den machen wir dann rechts. Passt. Und hier gehen wir auf Verband aktiviert. Auf Daten. Der ist auch am Verband. Glück gehabt, die Maus nicht mehr aushaltbar. Verband aktiviert. Mal gucken, links passt. Einstellen. So, sehe.
Einstellung. Den müssen wir jetzt speichern. Und zwar ist das im Grunde egal, welchen Traktor wir zuerst nehmen. Also den speichern, das ist eigentlich egal. Wir werden hier mal speichern, das ist Feld 44. Regeln. Feld 44. 2. Noch ein Dammschreiben. Ich kann Platz, zwei Traktoren. Breite 9 Meter und 6. So, hier kann man speichern. Wenn ich jetzt gefahren wäre, wäre die Fruchtzerstörung aktiviert werden, also dann wäre die Mühe. Aber mit Crossplay kann man das machen. Dass man so, dann würde ich anders ranfahren, dann würde ich entsprechend so anfangen, dass man halt möglichst wenig zerstören müsste oder an so eine Stelle halt mähen. Ne? So, es geht los. Mähen jetzt ziemlich schnell. Hier muss Kalk drauf, muss gepflügt werden. Dann werden wir den Kalken vorbereiten. Also dran denken müssen. Ist der fertig? Das ist der LKW. Ja, irgendwas ist hier faul. Garantiert mit dem Ballen abwehren irgendwas. So. Gut, die anderen müssen so ein bisschen noch sammeln, bisschen weiter arbeiten, ne? Wir werden noch schnell ein paar Ballen einsammeln. Nicht alle. Alle schaffen nicht von dir. Aber ein paar. So, 1, 2, 4 noch. Der trifft sich gut. Dann sind wir hier so rum und dann können wir hier bald düngen. Naja, nächste Runde nochmal sammeln. Dann können wir hier düngen. Dann können wir so BGA fahren. Und das war knapp. So, jetzt machen wir hier ein bisschen innen gehen. Und nicht so Gas geben. Unser schöner Raps ist zum Glück noch nicht reif, Anführungszeichen, weil wir dadurch ja Zeit haben, um die Ballen zum BGA zu fahren und auch die Wiesen mähen zu können. Sonst hätten wir ein Problem, weil wir es parallel nicht so viel machen können. Man kann sicherlich den Abfahrer mit Aurech machen bei den Feldern, aber da muss ich auch noch ein bisschen erstmal hinfuchsen. Ne? Nicht so einfach. Anfangen wollen wir dabei sein, wenn es komplett neu ist. Wie ist das neu, Aurech? Crossplayer, das packt nicht so ganz richtig. Das könnte aber sein, das funktioniert, und mal sehen. So, da sind wir. Dann können wir noch hier bald einplanen, dass wir mit düngen können mit Gärreste. Also, das wäre auch eine Option, ne? Zumindest die Felder, die in der Nähe sind, ne? Dann hat ja gut geklappt mit Crossplay. Marschepolen.
Ah ne. Gut. Da stehen die Grünen. Haben die Grünen gehabt hier? Ach so, ist egal. Die Farbe ist im Grunde egal. Wenn es ein paar andere hellen Farben gibt, na gut, die Pink oder die Rosa muss ja auch nicht gerade sein, ne? Obwohl das auch nicht so tragisch wäre. Ja, die Wiesen, die sind natürlich schon gedüngt. Aber die brauchen wir Wachstum, dann kann man nochmal düngen. Die 44 muss gepflügt werden, gekalkt werden und ja, dann die Aussaat, ne? Dann machen wir wieder Gras rein. Oder machen wir erst im Herbst, machen wir mal Kalk auf, dann mähen wir noch einmal. Ja, das müssen wir jetzt tun. Und jetzt im Herbst mal dann umflügen. Ja, so werden wir es machen. Also, erstmal düngen mit Kalk. Also düngen schon, aber mit Kalk. Und dann nochmal Dünger. Das geht. Upsala. Haben wir Glück gehabt. Wenn wir sehen, wie wir den Kalk am besten machen, oder mit Führungskurs oder. Ich weiß auch nicht. Oder mit den einfach überladern, dann ist gut. Nicht lange rumscheißen, ne? Tja, das ist ja bald fertig, ne? Dann können die auch die 44 bald loslegen. Denn die brauchen ja so einen Ballenpressen am längsten, ne? Und wenn wir Glück haben, können wir sogar nicht voller verkaufen. Weil wir doch mehr Heu bekommen haben, als ich dachte. Das ist typisch. Ein Ballen ist noch. Aber wie gesagt, das ist so. Es düngt man es besser, man macht das. Gut, bei den kleinen Wiesen ist das nicht ganz so tragisch, ne? Jo. So, der ist fertig. Dann können wir näher gleich loslegen mit Ballen pressen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich danke auch fürs Abonnieren. Ich danke auch fürs Liken und fleißig kommentieren, wenn einer anders was machen gemacht hat. Weil das kann ich ja vorher nicht wissen. Und auch dafür ein Dank. Wenn keiner kommentiert, ist auch nicht tragisch. Ja, ich muss mich dafür bedanken, ne? Können wir hochklappen. Sieht besser aus. So. Ja. Ach so, ja. Dann sagt mal Tschüss. Bis zum nächsten Folge. Tschüss.